Yo Cabina. Ja, somit haben wir den heiligen Abend überlebt und stürzen uns heute in den ersten Weihnachtstag. Okay, die tanzen merkwürdig zur Weihnachtsmusik. Nee, okay, ja. Aber die haben Spaß zusammen. Ich lasse das mal eine Weile. Aber das ist ja auch Wochenende. So ein bisschen, bis das Pegel voll ist da. Mhm. Aber Gassia. Hey, hör doch nicht auf. Oh, was ist denn da los? Olivia Kim Lewis möchte vorbeikommen und abhängen. Ist in Ordnung. Okay. Komm vorbei, häng ab. Sieht aus, alles gut. Hab ein bisschen Hunger. Später. Muss ich nicht verstehen. So, eine schnelle Mahlzeit. Joghurt. Stopf dir mal Joghurt rein. Oh. Und du fährst alleine ran. Ach, das ist gar kein kleines Mädchen. Das kommen alle nur wegen dem Computer. Wollte ich mich verarschen. Das ist so total. Guck mal, die Computer. Das ist total alt. Hier nochmal 5¼ Zoll Floppy Disk, 2 Stück. Ah. Kranker Scheiß. Muss nochmal einer verstehen. So. Okay. Irgendwie, ja. Joghurt essen, das ist eine gute Sache. Erstmal Joghurt. Was möchte er jetzt eigentlich als liebsten mal? Park besuchen, okay. Ja. Mal sehen, was in der Stadt findet. Das Gewürzfestival statt. Klicke auf eines der dynamischen Schilder in der Stadt, um hier zu fahren. Nein, warum jetzt nicht? Aber wir gehen mal auf Stadt und lasse ihn. Was möchte er? Park besuchen. Er will Park besuchen. Alles klar, haben wir noch in Stadt. Was ist nicht? Das sind Klauen wegen schon. Das ist Medizin. Ah ja. Okay, das ist nicht so gut drauf, ne? Okay. War eine schöne Weihnachtsmusik. So. Wie war das noch? Bild ausmalen? Nein, das war nicht. Schreck, Telefon. Wie können wir denn hier die Welt? Wie war das noch? Die Weltkarte brauche ich irgendwie. Wie war das, dass ich auf die Weltkarte komme? Ich weiß es nicht mehr. Hier ist ja nur der Grundstück, rauszoomen kann. Warte. So hochnäsig. Wie komme ich denn jetzt auf die Welt? Hä, wie war das noch? Wie war das noch? Wieso weiß ich das nicht? Wie ist das? Achso, das war offen. Helden verwalten. Nee, was? Map? Nee, das ist nicht. Nee, das war's nicht. Reisen mit. Achso, Reisen, doch Reisen. Ist das? Nein, nee. Ja, genau. Park. Auf geht's. Psi. Abfahren. Achso, mit wen? Wen denn? Muss er einen mitnehmen? Ja, dann mit ihr. Okay, auf geht's. Ich bin auch wahrscheinlich allein gegangen, ne? Aber nehmen sie mal mit. Kommt ja auch mal aus dem Haus. So, und schon ist ein Park. Endlich mal ein Park. So, dann gehen wir hier spielen hier. Auf geht's. Pirat spielen. Auf geht's. Das Wochenende. Viel Spaß haben. Wochenende und Weihnachten. Hier ist es immer warm. Das muss ja irgendwo so Kalifornien sein oder so. Sportliches Mädchen.
ist doch kein MG. Okay. Aha. Ranju. Sabarbuna. Sparf. Johnny Voba. Accusive. Zimaste. Lumish. Kann er da ein Pirat spielen, will mit ihm? Oh. Freundlich. Wie waren das hier kennenlernen? Kennenlernen, ja. Ja. Pandora. Nein, noch nicht. Was ich da hab. Auf geht's. Piratspiel auch sagen. So. Das ist gleich Piratspiel. Läuft sie weg? Du läufst weg. Guck mal, das ist auch noch Mädchen. Nur die. Ich bin Gummistiefel, hm? Hallo? Kann man nicht anklicken, okay. Die ist aus dem Rennen. Ja. Und hier hängt eine Feedback-Schleife weg. Sind alle weggelaufen. Okay, dann Piraten spielen wieder. Ich bin wieder Piraten. Piraten kannst eigentlich über Müll reden jetzt. Aliens passen auch nicht so mit dem drauf. Die Piraten sich gerade hier so. Hier auf der Erde. Ups, aber. Entschuldigung. Bin direkt am Mikrofon hängen geblieben. So. Labern wir. Er soll ja doch spielen, er soll doch Pirat spielen. Was ist denn da los? Was haben wir denn noch, was wir hier spielen können? Wir gucken uns mal hier um. Was ist da los? Das sind hier Toiletten. Muss man auf Toilette? Nein. Energieproblem hat er. Dann müssen wir vielleicht mal irgendwann nach Hause. Was haben wir hier noch? Achso, die M-Taste war es übrigens, um mal eben den Ort zu wechseln. Also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt ausführlich genug ausgesprochen habe, was ich dachte und dann getan habe. Die verschwinden alle. Die bewegen sich direkt weg. Bleiben wir unterhalten. Warum? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn wütend? Hä? Ist das wütend oder was? Ne. Mhm. Nee, was noch haben wir hier? Action. Oh ja, laden wir sie mal als Segelungeheuer. Passt doch ganz gut. So. Jetzt ist schön. Lass mich wieder kommen. Komm, ein paar Segelungeheuer schaffst du noch. Ja, komm. Wir gehen gleich nach Hause. Ja, das ist ja ein bisschen länger. Ich will den Balken noch voll kriegen. Was ist er jetzt hin? Nach Hause? Was ist er jetzt hin? Ach da. Okay, dann gehen wir nach Hause. Wir gehen ja nach Hause, damit er ins Bett kann, ne? Natürlich. Wieder mit einladen? Die hat er gar nicht lange genug kennengelernt. Er muss ins Bett. Er muss ins Bett. Auch wenn es Weihnachten ist, man muss rechtzeitig ins Bett. Ja, Mensch. Timo, es ist Zeit zum Schlafen gehen. Also, wie sieht Hygiene aus?
Okay. Lass uns hier putzen. So. Und dann Timo ins Bett legen, Mozzarella-Bett einsprühen, beanspruchen. Achso, nee, ich hab die falsche Person gehabt, Entschuldigung. Also putzt die sich jetzt hier nach. Nein, er sollte sich die. Was soll denn jetzt hier die putzen? Noch nicht. Und dann, Sandra bitte ins Bett zu bringen. So. Das ist schöner, wenn das weggebracht wird. Das war schöner. So, immer wieder bringe ich ins Bett. Super, danke schön. Slurfa, zurück! Hab ins Bett. Ah, ja, sehe schon. Schlaf gut. Gute Nacht. Ja, siehst du. Ah, kann er das gut haben. So. Dann lass mich schlafen und lauschen die Weihnachtsmusikklängen. Da kann ich mich was trinken gehen. Hey, nicht scrollen. Hallo, was ist das? Nein, ich will was trinken. Moment, geht gleich weiter. Kleine Musikpause. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr habt auch gut abgestaubt heute am Heiligen Abend. Oder wird das dann morgen tun, wenn ihr es am ersten Weihnachtstag morgens abgreift? Ich habe ja einen schicken neuen Rasierer gekriegt. Mal gucken, wie er ist. Ja, das ist einer von Philips. Ja. Wir haben sich natürlich super gute Arbeit zu leisten. Das werden wir erst in den Realtest sehen. Was wollte ich noch sagen? Ja. Achso, ja, ich mache jetzt erstmal nur eine Folge in Anführungsstrichen, also kein Sims 2 und Sims 3. Ich werde nur von Sims 4 jetzt die nächsten zwei Tage Folge bringen. Weil wir Familienbesuche machen und das beißt sich so ein bisschen mit den Aufzeichnungsplan. Ich habe nicht vorgearbeitet. Ich habe normale Folgen auf Lager, aber keine Weihnachtsfolgen. Die konnte ich nicht weit genug vorarbeiten. Ja, gestern zu Heiligabend habe ich natürlich, was für mich jetzt eigentlich jetzt heute ist. Oder warte. Ah, es ist nach 0 Uhr. Also ist das ja gestern gewesen. Genau. Ja, also, ja, gestern, ne? Geschenke abgegriffen. Alles klar. So, mal gucken. Mein alter Rasierer hat übrigens einen Geist aufgegeben. Genau, zwei Wochen vor Weihnachten, ja. Hat das sich aufgelöst. Die Plastikteile haben sich einfach aufgelöst. Alle, die unter Belastung litten, sind halt gerissen, abgeplatzt. Ja, das Gerät ist ja auch schon, mal sehen. Puh, muss ich jetzt rechnen, das wird anstrengend, das Rechnen, Platz für die Birne. 30 Jahre, 30, 28 Jahre. 28 Jahre ist die Maschine alt gewesen. Hatte bis dato gute Arbeit geleistet. Hat auch an den letzten Tag gute Arbeit geleistet. Nur als ich dann eben den Deckel abnahm zum Reinigen, bröselten mir dann die tragenden Teile entgegen. Ja, das war sozusagen das. Ja, das ist einfach einmal noch seinen Job gemacht und dann war es das einfach. Ja. Ja, Motor so funktioniert immer noch einwandfrei, aber eben halt die Klingenhalterung, die ist einfach zerbröselt. Ich denke mal, der Weihmacher ist einfach raus gewesen und ja, dann ist auch Schluss. Ne? Nach so vielen Jahren darf es auch passieren. Hat einen Job geleistet und hatte ich auch damals zu Weihnachten gekriegt, allerdings von meinem Vater und die Freundin von meinem Vater. So. Er hat es mittlerweile eine andere und und ich habe diesmal die Rasierer nicht von meinem Vater gekriegt, sondern eben halt von meiner Frau. Ja, sie hat es halt mitbekommen, dass mein Rasierer eben in die Tonne flog. Ja, und
nun habe ich einen neuen. Und morgen früh oder heute Abend auch noch welche. Der liegt jetzt gerade auf. Das wird einer diesmal mit Akku, der vorige, ne, der vor 28 Jahren, der hatte eben halt noch Strombetrieb direkt. Ja. Gut. Das werde ich nachher mal testen. So, dann habe ich von den Kindern so ein paar nette Kleinigkeiten selbstgemachtes bekommen. Kerze, gemalte Bilder, tolle Sachen. Das übliche. Ja. Ja. Das reicht auch einfach. Eigentlich habe ich auch gar nicht erwartet, dass ich überhaupt was bekomme. Das erwarte ich einfach nicht. Mir reicht einfach schön, mit der Familie zu feiern, Spaß zu haben. Und eben die Kinder zu beschenken. Also ich selber beschenke, ziemlich eigennützig. Ne? Ich schenke andere und habe da meine Freude. So, hab's vielleicht mal, war großzügig bis dieses Jahr. Das werde ich wohl nicht jedes Jahr machen können. Ich glaube, nächstes Jahr machen wir es ein bisschen kürzer. Aber noch ziemlich gezielt, was so der Wunsch, die Wünsche angeht, dass es immer noch eine Freude ist. Man muss immer sehen, dass das alles passt und stimmig ist. Ja. Huch, und da. Okay. Ach ja, das ist die Teile, die ich so gefunden habe, die ich um den Kopf gelegt habe, klar. Okay, hier müssen wir aufräumen, das muss hier mal weg. Na? So. Er ist glücklich. Er träumt schön. Ah. Ja, Mensch, doch. Ja, ist ja schon Schüler, ne? Was haben wir? Wir haben ja als kleiner Krabbler, ne? Ja, gestartet und jetzt ist er ein Junge, der nur gute Noten schreibt in der Schule anscheinend. Und weiß die Mitschüler zu unterhalten. So. Er muss gleich was essen und eine Toilette ruft auch schon. Dann lassen wir ihm schon mal die Aufträge verwenden. Dann muss er ja nochmal Hände waschen. Und dann sollte er einen Snack essen. Schnelle Mahlzeit. Ich denke, Joghurt ist immer eine gute schnelle Mahlzeit. Da kann man nichts falsch machen. Und dann kann er, was er noch machen kann, ist hier aufräumen. Alles klar. Dann lassen wir mal schnell laufen, damit er ausschläft. Das passt dort schon noch. Erstens kommt er in den roten Bereich, macht nichts. Irgendwann ist wach geworden. Aber das ist sie. Interessiert nicht. Lass sie. Jetzt hier erstmal auf Toilette. Ist sie auch die Hände da? Tschüss. Geht sie auch essen? Ich wundere, dass sie immer dicker wird. Die ist auch unterwegs. Ach, es muss auf Toilette. Das ist fast eilig. Das ist fast eilig. Hände waschen, zack. Jetzt können wir eine neue Geschwindigkeit machen wieder. Das ist ja wach, ne? Wollen wir seinen Tag erleben. Darum geht's ja. So, was können wir denn noch machen als nächstes? Oh, das Radio ist kaputt. Ach, schade. Oh, schade. Oh je. Ersetzen wir einfach. So, machen wir natürlich die Weihnachtsmusik an. Mehr Auswahl, wo ist denn der Winterzauber? Auf geht's. So, machen wir die Weihnachtsmusik an. Sitzt sie da und liest da ihr Buch, okay. Hätte gerne Obst und Gemüse. Mann, ich bin so müde, aber ich darf noch nicht. Ich muss das hier aufnehmen. Na, muss. Das sagt man immer so, aber eigentlich will man das ja auch. Jetzt will ich das ja nicht machen. Ich krieg dafür nichts. Nur Spaß. Obwohl, ich habe jetzt noch zu Ende des Jahres einen Abonnenten mehr gekriegt. Also für den einen sage ich schon mal einen herzlichen Dank, dass du mich abonniert hast. Und willkommen. Ja. Ich hoffe, es werden noch mal mehr. Aber ansonsten hoffe ich, dass ich die wenigen wegen so einigermaßen unterhalte. So. Er flippt voll aus. Der steht ja voll auf diese Weihnachtsmusik. Beiden. Das ist schon ein bisschen gruselig, oder? Ich mag so diese Musik auch jetzt zur Weihnachtszeit, klar, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen. Und dann chillt man so ein bisschen, trinkt einen Tee bei, knabbert ein paar Kekse. Oder an liebsten. Was ist denn? Ja, einfach ist gesunken.
Warum? Was hat er vor? Tanzen. Er darf doch tanzen. Aber was wir machen werden, ist Inventar. Er hatte Hausaufgaben liegen. Hausaufgaben erledigen. So. Ne, wir haben jetzt nämlich schon Samstag 8 Uhr. Okay, kann er ja machen. Ich bin ein bisschen erkältet. Habinka, Zimzay, Karshima for Bang, Sustun, Tariq, Shinizo, Derfo, Poneel, Fiba Thori. Wir haben vorhin einen Film angeguckt, ah. Babysitter, aber da war nichts. The Sauen, das weiß ich nicht, das ist Google-Geschichte. Also. Das ist übelst brutal, aber so von der Machart eher wie so ein Jugend-Kinderfilm. Aber eben, weil es äußerst brutal zugeht und Blut nicht gespart wird, das ist natürlich auch schlecht für Jugendliche oder Kinder. Ja, Jugendliche bestimmt, im Alter geht das, so ab 16, aber drunter sollte es sich das nicht antun. Mal gucken, was ich da nochmal mir angucke. Das kann ich jetzt aber nicht, dafür sich Hintergrund abmachen. Das würde ich ja gerne, aber ich muss auch noch YouTube meine Kanäle angucken, die ich so abonniert habe. Also, ne? Soweit es mir YouTube möglich macht, ja, gucke ich auch fast alles, was ich so abonniert habe. Er liest. Interessant, was liest er denn gerade? Was ist das für ein Buch, was du liest? Ah, aber du hast doch Bücher gekauft, was ist mit denen? Oh, digitale Musiksachen. Lebendige Reise fortsetzen. Komposition verwenden. Achso, nee, machen wir weiter. Genau. So, trinkst du gerade Wasser? Achso, schön, ich wollte dich nicht stören. Kannst du auch trinken noch? Wir haben nichts getrunken, ne? Aber egal. Huch. Wir gehen jetzt hier. Wir müssen jetzt eine Komposition laufen. Oh Gott, ein schreckliches Wort. Oh, was ist bei weitem Weg vor sich, wie man sieht? Wie beschleunigen wir es mal? Müssen wir so eine Kette beobachten? Nicht so richtig weiter, oder? Ja, oh, sie hat Essen gemacht. Oh, das ist da. Ein Gericht nehmen, so. So, komm, essen. Bei bester Laune, ne? Bei bester Laune noch. Was hat er als nächstes vor hier? Freundschaft schließen. Machen wir denn was draußen rumlaufen? Warten wir erstmal, bis du fertig gegessen hast. Was vorbeilaufen, ständig, aber das sind alles komische Leute. Oh Gott, was ist denn das? Fahre, die schnappt aber. Die ist aber zickig, was ist denn der? Der los? Ist das nicht normal, oder? Nur solche Menschen muss es auch geben. Also was man machen kann, hier weglegen am Ende, ne? Beschleunigen wir mal das Essen. Trink das mal weg. Wollte das nicht weglegen, wo ist er jetzt? Oh. Ne, die kann er nicht sauber machen. Das müsste sie sauber machen. Ja, also die Küche, da muss man noch was tun. Also das geht hier noch. Aber die beiden hier, die Elektrogeräte, dieses Grün ist Mintgrün. Hast du getrunken? Ja, trink mal Wasser. Ist gesund. Hier trinken. So. Und dann solltest du dir was anziehen. Outfit ändern. Was haben wir denn da alles?
ziemlich egal eigentlich. Das ist alle. Der hat noch nicht viel gegeben, ne? Hier ist so ein bisschen. Kann ich hier nicht mehrere? Nehmen wir das hier mal. Kurz. Hier ist immer warm. Auf Weihnachten. Der Geist von Dennis schwindet. Was? Die Verbindung von Dennis zur physischen Welt wird mit jedem Tag schwächer. Damit er nicht ganz in Vergessenheit gerät, sollten Freunde und Verwandte seine Ruhestätte besuchen und versuchen, seine Verbindung zur physischen Welt zu stärken. Sie können auch seinen Geist erwecken und auf persönliche Weise mit ihm sprechen. Aha, wo ist das? Finde ich das? Hm. Okay, wir wollen mal gucken. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Okay. Er wollte ja unbedingt eine Freundschaft schließen. Ist es immer noch so? Nein, was hat er jetzt im Plan? Zur Musikstereoanlage tanzen. Okay, ja, dann mach das doch. Mhm, tanz dazu. Was haben wir da noch? Nächstes Lied, nein. So. Sie macht dann gleich auch Sympathie mit. Ja, da ist mit deiner Schwindel. Ich hab mit denen ja auch nichts zu tun. Mit dem Geist, ich weiß jetzt nicht, das ist auch gar nicht. Ja, ja, toll. Hm? Wollte ich zu noch mal. Mhm. So, noch was Freundliches. Aber jetzt ab, was haben wir denn noch? Das nächste Programm hier, was ist das hier? Witze erzählen. Okay. Okay, lustig. Witz über Puppe machen. Nein. Insider-Witz. Ja, das ist ein Insider-Witz. Was haben wir hier noch? Der Level der Motorfähigkeit erreichen. Ach, wie soll das denn gehen? Dann müsste er spielen können. Haben wir hier, haben wir überhaupt irgendwas, den er spielen kann? Wir haben so gar nichts da, ne? Für ihn. Was ist das denn hier? Das haben wir. Das kann man nur ansehen. Okay. So. Das ist seine Geschicklichkeit steigen. Müssen wir so ein Klettergerüst haben? Was kostet so ein Teil denn? Ich muss mal schauen gehen. Ein kleines Klettergerüst. Bin, ne? Bin hier so baumtechnisch? Nein. Wo finde ich denn solche Sachen wie Klettergerüst und so? Also Pool, das ist Pool. Pool ist Pool, ne? Hm. Ne. Na, also hier so Spur, so finde ich das nicht. Werde es nie finden wahrscheinlich. Nein, das suche ich nicht. Das suche ich nicht. Zeigen wir mal dahin. Ah, super. Und. Was ist denn? Nein. Beleuchtung, Apartment. Oberflächenkomfort. Sanitäraktivitäten, Aktivitäten und Fähigkeiten. Ja, genau. Da bietet sich sicher sowas mal nichts an. Sachen darf alle noch nicht. Das klappt nicht. Ja, einige Sachen hier falsch drin, kann es sein. Ich weiß nicht, was die da sonst zu suchen haben. Schauen wir mal. Das ist das hier, ne? Genau. Ah, hier, sowas hier ist doch toll. Oh, ist so teuer gleich. Das ist egal. Das ist gleich teuer. So ein Sandsack. Basketballplatz gehen. Okay. Oh, das ist groß. Das ist sehr groß. Also hier bauen. Ja, doof. Nö. Das hier. Basketballplatz. Bisschen kleiner und hier auch noch groß. Noch größer. Nein. Dann doch nur so ein. Was haben wir hier? Nehmen wir ja irgendwas mit Motorrädern. Nein. Oh, auch ganz schön groß. Also, was ist auf die Veranda hier so?
Also wir hier ein bisschen sich dran üben. Ja, machen wir das erstmal. Und wieder abgespielt. So. Und ich kann damit was anfangen. Ich kann damit nichts anfangen. Ich kann da nichts. Sie wahrscheinlich eher, ne? Ja, sie hat eine Schläge üben, ja. Ah, dann bringt das nichts. Ah, Mann. Okay, das hat nichts gebracht. Das bringt endlich weiter. Wieder weg damit. Wieder weg. Ja, zumindest haben wir das Geld wieder gekriegt. Komplett haben wir da noch. Wir brauchen irgendwas, was mit denen, ja. Bisschen. Aktivitätsfähigkeit, aber es ist nichts mit Klettergerüst da und so. Was soll denn das? Was ist das? Spielekonsole. Ja, super Spielekonsole. Eine ganz tolle Sache. Was ist das denn? Ausstellregal. Was ist denn der Scheiß? Ah, Mann. Gibt's hier nix. Privates Tagebuch. Spielmatte mit Bewegungssensor. Ja, das kostet aber Schweine viel Geld. Postkarten. Ah, Mann. Nix. Wir haben hier nix. Tisch auf ein Spiel. Hm. Zukunftswürfel von dunklen Prognose. Na super. Also, Leute, das ist das nichts. Dann kann man hier, das wird man hier nichts. Das ist auch zu teuer. 650 ist zu viel Geld. Also, wäre es ja schön, wenn er sowas hätte, ne? Braucht das Ding auch so viel Platz? Ach Mist, braucht auch so viel Platz. Hinterm Haus Möglichkeiten. Hinterm Haus keine Möglichkeiten. Ein Stück nicht. Auf der anderen Seite hier auch nicht. Ah, ein Elend hier. So. Mhm. So, machen wir hier hin. Kein Geld mehr. Und schon kein Geld mehr, wieder nicht. Ich hoffe, sie verdient noch ein bisschen Geld. So, der Spacken denn hier. So, alles klar, versuchen wir es nochmal. Damit er hier seine Motorik verbessert. Vom Großspielträumen. Dribbeln üben, werfen. Würfe ausprobieren. Mhm. Ja, dribbeln üben, auf geht's, komm. Ein bisschen Geld haben, noch mal hier auch noch einen Platz hin. Aber das dauert ein bisschen. Ah, das ist sehr schön, ist ein Spannmann zu reingezogen. Ja, hervorragend. Oh, wir nähern uns den Ende. Ich sollte jetzt zum Schluss kommen. Ja, wird schon besser. Beschleunigen wir. Ja, oh, haben wir schwitzen. War ganz schön stinkig. Aber ich will das noch voll kriegen. Ah, na, wie eine Müllheide stinkt das. Das ziehen wir jetzt durch hier. Ah nein, das lass dich duschen gehen. Wo ist er? Na gut, machen wir mal weiter. Das ist ein Stinkqualm. Okay. Oh, guck, wie dreckig der ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da haben wir Junge. Alles klar. Okay. Dann hat er sein. Wie viel haben wir es? Da muss auch Toilette. Wenn er fertig ist. Okay. Aber ich lass die mal hier arbeiten. Ich lass die mal hier sauber machen. So, so, er ist ja immer noch ganz runter. Sie schockiert das Dreh. Achso, und nicht mal eine Bade da drin. Achso, das sehen kann sie nicht. Ja, klar. Na gut. Da verwenden und.
Silber schon da. Schleimen wir mal hier. So, was haben wir als nächstes auf Programm? Dann muss er hier das hier noch fertig machen. So. Ne, Bahn hat jetzt neue Schaumbatterien. Okay, was ist das hier eigentlich? Im Pfützen spielen? Jetzt nicht. So. Hm? So. Auf geht's. Ja, fang an. Vorbei hier, auf geht's. So, das hier im Auge behalten. So, wenn er das macht, ich muss noch was singen. Deinen neuen Lied einen Namen. Oh, Timo hat gerade ein Lied zu Ende geschrieben. Wie möchtest du das nennen? Oh, wie nennen wir das denn mal? Ja. Wie nennen wir das denn mal? Timo hat soeben ein Lied auf, das nennt Liedwert Keyboard Band. Aha. Speicherung, ja? Liedwert, wie können wir diesen Titel nennen, das Lied? Wie nennen wir das Lied? Ja, ach Gott, wenn ich mal groß bin. So, wenn ich mal groß bin. Wie bin? Geht nicht mehr Platz. Wenn ich groß bin. Wenn ich groß bin. Machen wir das so. Wenn ich groß bin. Pum, geht noch mal so. Wenn ich groß bin. Pum. So, eh geschlafen, alles klar. Ja, ich muss mal die Zähne putzen sollen, finde ich. Wenn du mal schon Zähne putzen. Ja, geh mal Zähne putzen. Du hast die Zähne nicht geputzt. Kannst du einfach so ins Bett gehen, du Horst. Oh, zur Strafe. Wäsche jetzt noch mal Hände. Hm? So, und dann gehst du schön schlafen. Ah, nein, ich sehe gerade, du kannst noch nicht schlafen gehen. Da ist was, was mich sehr extrem stört. Und das ist hier ein qualmendes Glas. So, und dann schlafen gehen. So, auf geht's. Beschleunigen wir trotzdem mal. Und dann, wenn er im Bett ist gleich, dann werde ich jetzt mal die Aufnahme zu Ende bringen für heute. Denn das war der erste Weihnachtstag. Und ja. Und ich habe auch somit dann meine Familienbesuche abgeschlossen. Und habe den zweiten Weihnachtstag ganz für meine Familie hier zu Hause. So. Ich hoffe, ihr habt das ähnlich organisiert. Oder habt es generell besser organisiert. Weiß nicht. Ist es ja nicht das Schlechteste, durch die Familie zu reisen. Aber da und hier. Das ist immer schön, spannend und ja. Auch sehr unterhaltsam. Macht ja auch meistens Spaß, wie bei mir. Ich hoffe, es bei euch auch so. So. Morgen werden wir dann chillen. Ne? Wenn dann, ja, sich da und hier doch mal ein Freund oder noch von der Familie vorbeischaut, dann ist das halt so. Gut, ja, wie gesagt, heute dann
der letzte Tag, an dem wir dann eben halt Besuche machen. Ja, so, so ist das halt. Wir haben jetzt mit dem Auto, ist nicht so schlimm. Ja, was soll ich sagen? Nichts mehr sagen am besten, ne? Euch einfach in den schönen ersten Weihnachtstag entlassen und euch einen noch besseren zweiten Weihnachtstag wünschen. Wir sehen uns dann morgen, hoffe ich, wenn ich das schaffe. Natürlich immer im Vorbehalt, ne? Man kann ja nie wissen, wie es kommt. So, alles klar. Habt ihr wohl... Ach ja, ist noch was? Ach so, ja. Dann natürlich, wenn jetzt diese Weihnachtsgeschichten hier vorbei sind, werden natürlich dann wieder einmal die Woche eine Folge kommen. Wieder auf dem Freitag oder auf dem Samstag. So, ne, wenn ihr mich abonniert und die Glocke anmacht, dann wisst ihr genau wann. Alles klar. Habt euch wohl schönen ersten Weihnachtstag und einen noch schöneren zweiten Weihnachtstag wünsche ich euch. Und ja, sehen wir uns ja dann morgen hoffentlich. Alles klar. So. Ja, ich bin ein bisschen leise, glaube ich. Ne? Ich flüstere nämlich ziemlich sehr, aber ich habe das Mikrofon noch ziemlich dicht vor dem Mund und ja, hier schläft ja alles. Ich muss in meiner Aufnahme eben halt, wie gesagt, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, dass ich sie immer besser nachts mache. So. Gute Nacht. Und ciao. Für mich gute Nacht. Wenn ihr das guckt, ist es wahrscheinlich erst Mittag. Aber es sei denn, ich gucke das auch einfach mal, um einzuschlafen. So, was schönes war das Musik. Schöne Weihnachtsstil. Den gönne ich euch. Komm. Mit Baum. So ein Stück Baum. Das sieht besser aus, ne?